Michi ist halt echt komisch drauf. Will er nicht ein bisschen rumtoben? Hier ist das Wasser. Ich bin so durstig. Nein! Ich wurde entdeckt! Wow, Sam, was hast du genau vor? Ich habe Michi beobachtet. Der verhält sich heute komisch. Sammy, was ist denn so komisch an ihm? Er ist nur ein ganz normaler, pelziger Kater. Susi, ich verstehe echt nicht, warum er nicht rumtoben will. Oh, Sammy. Mizi ist einfach der ruhige Typ. Aber vielleicht ist ihm auch langweilig. Könnte sein. Ich glaube, ich habe eine Idee. Juhu! Hey Leute, heute machen wir ein Labyrinth aus Plastikflaschen für unseren Kater Mizi. So hat er vielleicht ein bisschen Spaß. Hey, habt ihr irgendwelche Haustiere? Schreibt uns in die Kommentare. Susi, warum ist das ein Level 1 Labyrinth? Lass uns ein Level 80 Labyrinth machen. Sam, Level 80 ist eine echte Herausforderung. Mizi ist doch erst Anfänger. Also ich würde definitiv auch Level 100 schaffen. Aber du hast recht, es ist besser, einfacher zu beginnen. Warte, Susi, was ist denn mit dem Labyrinth verkehrt? Ist gar nicht so einfach, das Labyrinth per Hand zu malen. Ich habe einen genialen Plan. Bin gleich zurück. Leute, wart ihr schon mal in einem richtigen Labyrinth? Sagt es uns. Was er wohl vorhat? Susi, ich habe das Layout mit dem Laptop gemacht. Sieht besser aus. Oh, Sammy, du bist tatsächlich genial. Du darfst mich auch Sam nennen. Also, hier ist das erste Level unseres Labyrinths. Die Flaschen, also die Hindernisse, sind die blauen Punkte. Und hier sind die Wände. Susi, ich habe an alles gedacht. Worauf warten wir dann? Los geht's. Juhu! Mein kleines Gewächshaus dient als Wand fürs Labyrinth. Schau mal. Das ist nicht nur hübsch, sondern auch mit frischer Luft gefüllt. Jupp. Yep. Und es ist hoch, sodass Mizi nicht einfach rüberspringen kann. So wie beim letzten Mal. Noch was? Nö. Wir können anfangen. Lass uns die Flaschen platzieren. Yay! Ab geht's. Das sind echt viele Flaschen. So, fast fertig. Ich habe mich wieder mal gut versteckt. Sammy? Upsi. Sam, ich will ja nichts sagen, aber die Flaschen sind durchsichtig und ich kann dich sehen. Oh nein! Also hat Mizi mich auch die ganze Zeit gesehen? Fühlt sich an wie ein Aquarium. So viel Wasser um einen herum. Ja, hier ist der Eingang zum Labyrinth. Aber was ist mit dem Ausgang? Niemand will, dass Mizi für immer hier drin gefangen bleibt. Keine Sorge, Sammy. Hier ist der Ausgang. Na dann, auf die Katze. Fertig. Los. Komm schon, Mizi. Du schaffst das. Susi, ich glaube, Mizi hat Angst, oder? So wie es aussieht, könntest du recht haben. Ich glaube, er hat dich verlaufen. Aber mal gucken, was er als nächstes macht. Er denkt scharf nach. Aber ich glaube, er will nicht mehr weiter. Oh, Susi, vielleicht ist Mizi zu erwachsen fürs Labyrinth. Ja, könnte schon sein. Aber ich bin sicher, dass unser tollkühner Hamster Coco das Labyrinth durchlaufen kann. Wir sehen uns an der Ziellinie. Susi, ich setze viel Hoffnung auf Coco. Erinnerst du dich, wie er unser super schweres Labyrinth geschafft hat? Das hier muss ein Witz für ihn sein. Stimmt, Sam. Guck mal, Coco kommt schon gut voran. Warte, warte, Coco. Das ist eine Sackgasse. Na, er ist doch ein schlaues Kerlchen. Das kriegt er schon hin. Ich weiß, weil ich ihn trainiert habe. Sammy, darüber haben wir doch schon geredet. Hol dir keine Lorbeeren für Dinge, die du nicht getan hast. Lass uns lieber auf Coco konzentrieren. Der ist nämlich schon fast am Ziel. Also ich wäre schon längst aus dem Labyrinth draußen. Ja, ja, Mister, ich kann alles. Aber ich muss schon zugeben, er ist ein guter Athlet. Guck mal, hier ist fast. Coco, das war großartig. Komm mit. Hurra! Coco
Wo ist der Champion? Jeder Champion verdient eine Prämie. Wow, Coco. Sieht so aus, als hätte dich das Labyrinth echt hungrig gemacht. Das Labyrinth, das wir für Coco und Michi gebaut haben, war echt cool. Leute, versucht auch mal ein Labyrinth für eure Katze oder euren Hamster zu bauen. Die haben sicher Spaß dabei. Gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Bis bald!